Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video und damit herzlich willkommen zum 1000 Abonnenten Special. Ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass ich jemals in meiner YouTube-Laufbahn 1000 Abonnenten schaffe. Es ist wirklich gerade unglaublich und ich freue mich gerade tierisch. Und ja, zum Dank habe ich gedacht, ich mache nochmal so einen schönen Beutel, weil der letzte bei euch auch relativ gut ankam. Und ja, ich habe dieses Mal ein bisschen bessere Produkte natürlich ausgewählt, weil 1000 Abonnenten erreicht man nur einmal und das muss ordentlich gefeiert werden, sage ich mal so, mit einer ordentlichen Böllertour. Ja, wir haben hier Pyrocracker von Panda, Knallfrösche, Chico Fontäne, D-Böller, ältere Pyrocracker, ein Flashbang, Strobe, Goldregen, ein bisschen Klasse 1 also, Sumsum, Harzer Knaller, das Highlight, die Turbo-Salut-Rakete, ein Röli und eine Demon-Rakete. Also ich würde sagen, damit kann man schon mal ordentlich was anfangen. Nebenbei gibt es übrigens noch ein FAQ. Also ihr habt mir ja ein paar Fragen gestellt. Und die werde ich nebenbei ein bisschen beantworten. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Und dann würde ich sagen, wir labern nicht mehr lange und legen direkt los. So Leute, herzlich willkommen jetzt hier auf dem Feld zum 1000 Abonnenten Böller Mix Beutel. Und wir machen das Ganze erstmal schön auf. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Goldregen von Weco. Ich hole sie kurz raus und dann ist los. Also die Goldring machen wir und dann machen wir hier noch die Nico Strobe und dann sehen wir uns gleich wieder bei der Zündung. Was nimmst du auf? Ich nehme aktuell auf und meine meisten Videos auch mit der Panasonic HC-V520. Ja, so eine Mittelklasse Camcorder. Und was sind deine Brenner oder Feuerzeuge? Ja, ich benutze die drei Brenner, die sind alle vom Teddy. Hier, die gibt es für 3 Euro, das ist der von diesem Jahr. Eigentlich ein sehr schöner Brenner. Das ist der vom letzten Jahr für 3 Euro, der sieht ein bisschen anders aus. Und den für 2 Euro, den kennt ja eigentlich jeder. Das sind so meine Lieblingsbrenner und die ich eigentlich immer benutze. Und ja, dann zünden wir jetzt erstmal den ersten Artikel. Und zwar Nico Strobe. Wow, was für eine lange Brenndauer. Das war eigentlich die alte Version, aber keine Ahnung. Noch ein. Der brennt immerhin mal vernünftig ab. Ja, schöne Teile. Und dann zünden wir hier gleich noch den Weco Goldregen. 2 Stück. Sieht man jetzt tagsüber leider nicht so gut, aber es ist trotzdem ein sehr schöner Artikel. Man sieht das schöne Gold auch. Und den anderen machen wir auch noch. Der rote Vorbrenner gefällt mir auch sehr gut. Und ja, also auch ein schöner Artikel und weiter geht's in diese Richtung zum nächsten Artikel. Welches? Das ist deine Lieblingsfeuerwerksmarke. Und ja, also ich finde Leslie so ziemlich am besten, ehrlich gesagt. Habe jetzt aber blöderweise nichts von Leslie dabei, fällt mir so auf. Deswegen machen wir jetzt hier die schönen Harzer Knaller aus der Silberhütte. Und ja, viel Spaß beim Artikel. Harzer Knaller. Und einen zweiten. Schöne Teile und weiter geht's. So, die nächste Frage kommt vom Mr. Super Pyro. Was ist dein Lieblingsböller? Und da von der Massenware würde ich schon sagen, die Fox D-Böller, weil die einfach super richtig gut sind. Jetzt erstmal hier ein schönes Röli von Xplode.
Ja, schönes Teil. Und dann machen wir noch eine andere Frage von Pyroteufel HD fragt, was wirst du zu deinem 1000 Abo Special machen? Ja, sieht man hier gerade eine Böllertour mit FAQ. Dann noch von Mario Propato, wie viel Geld gibst du für Feuerwerk aus? Ja, es kommt immer darauf an, wie viel Geld ich habe, aber meistens sind es dann wirklich schon so 500 Euro oder so, die ich für Silvester raushaue und unterm Jahr bestimmt nochmal so 200, 300 Euro. Und ja, dann machen wir jetzt als nächstes nochmal Panda Pyro Cracker. Erstmal die Verarbeitung, wie sieht die so aus? Ja, ganz okay, also wie aktuelle Ware. Und ja, da zünden wir jetzt einfach mal 3 Stück von. Ja, ganz schön. Noch 2. Und nochmal ein hier lang. Ja, schöne Teile. Und dann nehmen wir gleich noch eine Frage von zwar Pyro World fragt, sind Sie lieber alleine oder mit anderen Pyros? Ja, ich bin natürlich lieber mit anderen Pyros. Wann fängst du Silvester an zu zünden? Ja, meistens so 17, 16 Uhr. Und zündest du am 29. etwas schon? Und nein, da zünde ich meistens eher nichts, außer vielleicht Cut 1 für die Vorfreude. Und ja, weiter geht's zur nächsten Location. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Und zwar Pyroteufel HD fragt, wie lange bist du schon Sammler und was sind deine schönsten Raritäten? Ich bin ehrlich gesagt erst seit einem Jahr oder so richtig Sammler. Und ich sammle jetzt auch nicht so krass, also nur so ein bisschen per Spaß nebenbei. Sind ganz schön anzusehen, die älteren Böller. Und meine schönsten Raritäten sind so halt die alten D-Böller oder Moog Nico Kanonenschlag oder sowas oder halt Feißelson. Und ja, jetzt machen wir eine Panda-Mini-Rakete. Und noch eine, weil die so geil war. Ja, schöne Teile. Und die nächste Frage von Dr. Pyro ist, hattest du mal Angst vor Feuerwerk? Wenn ja, mit wie vielen Jahren? Ehrlich gesagt hatte ich, glaube ich, nie Angst vor Feuerwerk. Aber so wirklich los ging es bei mir mit der Pyro-Verrücktheit auch erst so vor 2, 3 Jahren. Und ja, da fliegt ein Schmetterling, meine Damen und Herren. Das muss ich Ihnen jetzt unbedingt zeigen. Der sitzt da hinten auf der Blume. So. Und dann haben wir noch eine Frage von Mehmet Gören. Wie viel Euro gibst du immer Silvester aus? Und PS, du bist der Beste. Ja, danke, dass ich der Beste bin. wie viel ich ausgebe, habe ich vorhin schon mal gesagt, so ungefähr 500 Euro. Und eine Mini-Rakete gibt es noch hier zum Abschluss. Ja, schöne Teile, wie gesagt. Und von Max Schwabe noch, wie viel Geld durftest du mit 14 Jahren für Feuerwerk ausgeben? Mit 14 Jahren habe ich immer alles von meinen Eltern kaufen lassen. Und das waren immer so 20, 30 Euro. Ja, weiter geht's zur nächsten Location. Nächste Frage von Milan Möhring. Nimmst du Sponsor-Pakete an? Vom Prinzip nehme ich die an. Allerdings müssten das dann auch welche sein, die sich dann auch wirklich lohnen, vom Seiten der es mir schickt und von mir aus, dass ich den der dann auch ein vernünftiges Unboxing hochladen kann. Also ja, vom Prinzip erstmal ja, aber wie gesagt, die müssen sich dann auch lohnen. Auf welchen Discord freust du dich am meisten? Fragt MSD Firework. Ich freue mich immer am meisten auf den Lidl, weil ich einfach bei Lidl immer am meisten kaufe. Und dann fragt noch Präsident Pyro, was dein Lieblings-Online-Shop? Und das ist eigentlich Röder, Feuerwerkshop.de mag ich auch noch, Vitrine ist ganz geil. Ja, gibt viele coole Shops, Tosh Pyro auch. Kann mich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so entscheiden. Ich bestelle einfach bei jedem Shop ein bisschen, ehrlich gesagt. Und ja, dann machen wir jetzt hier erstmal ältere Pyro-Cracker mit Pagode-Label, Hersteller SQ. Dann machen wir jetzt einfach mal 3 Stück. Schöne Schnipsel. 2 Stück gönnen wir uns noch. Und einen letzten noch. Sehr schön. Und dann gönnen wir uns hier noch 2 schöne Frösche vom Keller. Aus der 50er Schachtel natürlich die. Währenddessen fragt noch Pyroteufel AD, was hältst du von Privathändlern? Ja, also mir ist das eigentlich relativ egal, was Privathändler sollen sie verkaufen, was sie wollen. Solange es halt an Volljährige natürlich nur ist.
Ja, die hüpfen sogar noch ein bisschen. Pyroliebhaber fragt, was ist deine Lieblingsbatterie? Lieblingsbatterie habe ich eigentlich jetzt nicht so. Ich mag viele Batterien. So, kommt immer auf den Preis drauf an. Vom billigen, sowas wie Poison oder so, ist ganz geil. Oder Lefty Gold. Und halt von teuren Sachen, andere Sachen. Wir hauen einfach die ganze Packung Frösche weg. Macht mir gerade irgendwie Spaß. Ja, dann fragt noch Pyro Bang, auf welche Neuheit 2016 freut sich am meisten? Habe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht unbedingt, aber ich freue mich ehrlich gesagt auf die Black Pirates oder wie die heißen von Fire Event. Wie die Silver Pirate, nur mit Reifkopf, was halt dieses Jahr halt neu ist. Weil mit Reifkopf ist irgendwie cooler. Ja, dann machen wir nochmal den letzten Frosch. Ein bisschen weiter weg, muss ich mal sagen. Ja, schöne Teile. Und weiter geht's zur nächsten Location. Jetzt die Nico D-Böller. Ja, ganz gute Böller. Und zwei haben wir noch, die machen wir auch noch. Und den letzten. Ja, schöne Teile und weiter geht's. So, neue Location. Wir sind jetzt hier an so einem wunderschönen Feld. Also richtig geil. Die Sonne geht gerade auch wunderschön unter. Zeige ich euch einfach mal ganz kurz. Richtig geil. Ja, die nächste Frage ist, was findest du besser? Keller, Weko oder Komet? Eigentlich alles relativ scheiße. Keller ist ja eigentlich Komet. Aber am besten finde ich dann immer noch Weko, ehrlich gesagt. Ja, Weko. Weil die einfach ganz gute Sachen haben mit dem Discounter, aber ja, also von den 3,5 finde ich Weko am besten. Und ja, und kannst du mal einen Stream machen, fragt Landwirtschaft Schwalm. Ich habe schon mal einen Stream gemacht, wird sicherlich auch nochmal einer kommen, spätestens zu Silvester. Wenn sich ein paar Leute finden, die Bock auch haben auf einen Stream, dann wird sicherlich irgendwann nochmal einen Stream geben. Jetzt gibt's die Weko Junior Chico. Älteres Weko-Logo. Ja, schöne alte Fontäne. Gefällt mir. Als nächstes hier für euch die Sum-Sum vom Pure Art. Und da fragt doch gleich Kevin Schröder. Machst du Silvester auch ein Video? Ja, sicherlich, habe ich letztes Jahr auch gemacht. Was war die höchste Geldsumme, die du jemals für Silvester ausgegeben hast? Ist die letzte Frage. Ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube es war letztes Jahr und es waren so 500 Euro bestimmt. Habe ich ja vorhin auch schon mal beantwortet. Ja, das war die letzte Frage. Danke für die vielen Fragen. Jetzt gibt es die Plural Sumsum noch für euch. Danach gibt es noch zwei weitere Artikel und dann war es das leider auch schon. Aber jetzt genießt einfach nochmal das restliche Zündeln. Der hat explodiert, läuft. Hier ist er runtergekommen. Dann machen wir die anderen. Wir machen einfach mal die ganze Packung, würde ich sagen. Bei 1000 Abonnenten kann man sich nicht lumpen lassen. Ja, der funktioniert wunderhübsch. Ist leider im Hellen, bringt leider nicht so viel, aber naja, macht trotzdem Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß, ein bisschen dran, das anzuschauen. Nicht ganz raufbekommen, aber ich meine, ihr kennt die ja. Und jetzt machen wir hier noch als kleines Finale 2 auf einmal. Ja, schöne Teile und dann sehen wir uns noch gleich wieder zu den letzten 2 Artikeln. So, jetzt gibt es hier noch etwas Leckeres für euch, Nico Flashbang. Viel Spaß. Sehr geil. Und als Finale eine Turbo-Salut-Rakete von Weko. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.